Willkommen, liebe Pokémon-Freunde oder liebe Freunde der seichten Pokémon-Unterhaltung. Ja, Pokémon... Nee, Quatsch, anders. Der Echo TV ist wieder da mit Videos. Die Sommerpause ist damit offiziell beendet. 14 Tage haben ausgereicht. Ich hoffe, ihr habt diese 14 freien Tage genossen. Selbstverständlich. Ne? Jetzt ist es wieder da. Viele Neuerungen mit der neuen Staffel Pokémon, die ich mir vergolden ließ. Deswegen die goldene Edition. Ja, ein bisschen Scherz muss natürlich sein. Und natürlich, was ganz Besonderes dabei ist, es kommen viele Neuerungen mit dem Start dieser Staffel, mit dieser Edition. Wie ihr wisst, ich drücke mal auf A, läuft natürlich jetzt so ab, dass das was ganz Besonderes ist, denn mit Pokémon Gold kam ja zum ersten Mal eine Edition mit Tag- und Nachtrhythmus. Sprich, wie im wahren Leben bei Pokémon Gold Rot, Blau und Gelb. Also die rote Edition war ja der Start für die Pokémon hier, also für Let's Play Pokémon bei der Echo TV, und da gab es ja keinen Tag- und Nachtwechsel. Das hat sich jetzt mit Gold ab der goldenen Edition geändert. Und zwar nämlich gibt es dort natürlich jetzt einen Tag- und Nachtrhythmus. Das wird ihr natürlich jetzt mit der ersten Folge bemerken, denn ihr werdet sehen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ich das Ganze aufnehme. Nein, das wird kein Live-Event auf Twitch TV sein. Das sage ich jetzt schon mal. Ich besitze da einen Account, aber einen privaten nur für mich zum Chatten. Und vielleicht ein bisschen mit zu chatten, aber den habe ich jetzt auch schon seit über 2 Jahren nicht mehr benutzt. Nein, es wird nämlich auch so gemacht, dass ich auch mal wahrscheinlich an anderen Uhrzeiten, zum Beispiel vielleicht nachts, so gegen 11, 12 Uhr vielleicht mal einen aufzeichne, oder am Vormittag oder am frühen Morgen. So werde ich das ungefähr machen, damit ihr dann auch sehen könnt, was für Pokémon zum Beispiel kommen wird, denn das ist ja auch die Neuerung, da kommen natürlich mehrere neue Pokémon. Das habt ihr im Vorspann gerade eben gesehen, 3 neue Pokémon aus der Region Johto, die zweite Welt, die dann in der zweiten Generation, das ist ja die zweite Generation, die dann noch kommt, ist ja so gestartet. So, wir stellen jetzt erstmal alles ein, wie ihr natürlich wisst, ich bin sowieso der Fan jetzt von schnellem Tempo, deswegen machen wir das schnell, und das Ganze beginnt natürlich mit einem Mann, das kann ich schon mal verraten, der wach geworden ist. So, jetzt erfahrt ihr, wann ich das Ganze aufnehme, natürlich nicht am Abend, sondern ja schon in der Nacht. Ihr seht, es gibt Vormittag, Tag und Nacht. Eigentlich ist ja 7 Uhr nicht Nacht, sondern Abend. Aber das wird sich dann in den Nachfolgeversionen nicht wie Kristall oder so, sondern schon dann ab den DS-Versionen, kann man schon sagen, denn Rubin und Saphir und Feuerrot und Blattgrün haben das nämlich nicht. Die Zeiteinstellung haben sie nicht. Bei Rubin gibt es eine Uhr, aber dazu später dann mehr, wenn wir das spielen sollten. So. 7 Uhr haben wir es. Wir haben es jetzt, sagen wir mal, 7:50. Dann seht ihr auch ungefähr, wenn ich aufnehmen sollte. Das ist jetzt der dritte Versuch insgesamt, weil die Tastenbelegung falsch war. Ja, der alte Mann, den wir geweckt haben, ist Professor Eich. Den kennt ihr auch noch aus der ersten Generation. Da sah er noch ein bisschen faltrig aus. Aber mit der neuen Technik des Gameboys damals ging es natürlich viel besser. Ja. Da sehen wir zum Beispiel eins der neuen Viecher. Merl, ein Wasser-Pokémon. Ja, ist natürlich auch wieder was ganz Besonderes. Und ja, hier heißt es, dass man noch nicht alles weiß, aber man weiß jetzt derweil schon, es kommen ja schon bald die Remakes für Rubin und Saphir raus, aber was soll's. So, wir nehmen unseren Namen, und neu wird auch hier sein, dass ich mich jetzt nicht Waldi nenne, sondern so, wie ich es auch gewohnt bin, sagen wir mal, zu heißen, und zwar nicht Wadi. Ja, liegt einfach daran, mein letztes Webprojekt hieß Wadi TV. Der Link zum YouTube-Channel von Dercho TV endet mit wadi1989.de, was ich nicht ändern kann. Wer es weiß ungefähr, wie ich das ändern kann, der soll mir einen Link schicken. Der soll mir bitte unten in die Kommentare reinschreiben, wie das funktioniert. Oder eine E-Mail an dercho.tv@gamex.de. Wäre auch eine Möglichkeit. So. Damit geht's schon los. Der Rivale kommt noch im Laufe der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob noch im Laufe dieser 25 noch stattfindenden Minuten, denn wie immer, das hat sich nämlich auch nicht geändert, denn ich werde weiterhin samstags Let's Play Pokémon Gold, und wie schon gesagt, zu gegebenen Uhrzeiten werde ich das mal spielen. Ich denke vielleicht darüber nach, vielleicht mal in einem Rhythmus zu machen, mal jetzt mache ich das am Abend, sprich, dann mache ich das dann auch mal beim nächsten Mal, vielleicht am Mittag oder am Vormittag. Das könnte man so einrichten, je nachdem, aber ich würde es danach vergessen. So, wir sind jetzt hier im schönen Zimmer. Wenn wir auf Start drücken, seht ihr zum Beispiel unten links ist auch neu, was das alles bedeutet. Und wie ihr seht, Beutel,
ne? Ist auch jetzt übersichtlicher geworden. Man kann so viel mitnehmen, wie man will. Hier seht ihr Spielzeit, LD, die Orden, natürlich Sichern, Optionen und vieles mehr. Und natürlich auch hier der PC. Das Schönste dabei bei dieser Edition ist, dass man zum Beispiel sein Zimmer dekorieren kann. Das kann man unter anderem mit der Sache Geheimgabe machen, aber das mache ich ja nicht, weil ich ja hier nicht mit einem richtigen Gameboy spiele oder auf einem Super Gameboy, sondern auf einem Emulator über meinem Laptop. Ja, das habe ich ja schon auch in der letzten Staffel erwähnt, bei der roten Edition, aber was soll's. So, da kommt unsere Mutter, die wird natürlich auch eine große Rolle spielen, denn bei ihr kann man unter anderem das Geld abliefern. Das sehen wir auch noch gleich. Jetzt kriegen wir erstmal unseren Pokécom, so eine Art Smartphone der damaligen Generation. Heute hat man ja ein iPhone, was ja auch fast alles kann. Beim Pokécom ist es genauso. Damit kannst du telefonieren, damit kannst du Radio hören und damit kannst du die Karte durchlesen. So, den heutigen Tag, ihr seht es am Samstag, heute ist aber Freitag. So, jetzt ist es. Freitags gegen 6:30. Sommerzeit haben wir im Moment noch. Also, ja, ungefähr. Also nach meinem Laptop nicht, aber ich habe eine Minute vorgestellt, weil das natürlich nicht sein muss. So, ist natürlich, geht mit dem Telefon, das kann ich auch gleich nochmal zeigen. Jetzt kann man das unten vielleicht nochmal durchlesen, wie das Ganze funktioniert, bla bla bla. Warten wir, bis sie sich hinsetzt. So, drücken wir mal auf Start und da sehen wir es, der Pokécom. Da sieht man es im Moment nicht viel. In der ersten Rubrik sieht man den Tag und die Uhrzeit und natürlich der Hinweis, drücke B-Knopf, um abzubrechen. Dann kommt man wieder ins Menü. Und hier natürlich ist klar, mit wem man telefonieren will. Im Moment nur Mama einprogrammiert, aber es folgen dann noch natürlich mehr und mehr und mehr. Ja, und jetzt gucken wir hier raus. Das ist die Johto-Region. Die erste Stadt, die sich Neuborkia nennt. Ne, hier steht's. Neuborkia. Die Stadt, in der Wind der Erneuerung weht. Ja, kann man so sehen. Die ist von meinem Pokécom beeindruckt, den ich von Mama gekriegt habe. Und von der erfahren wir, dass Pikachu ein weiterentwickeltes Pokémon ist. Denn Pikachus Vorentwicklung nennt sich Pichu. Und das bei den Baby-Pokémon ist auch sowieso so eine große Sache. Aber das erfahren wir dann auch noch von Professor Lind. Ja, er ist nicht Professor Eich, sondern Professor Lind, der für uns zuständig ist. Der halbe Glatzkopf da vorne, mit dem ich gerade rede. Und man sieht auch deutlich, ich kann mir wieder drei Pokémon aussuchen. Ja, wieder einmal. Auch wieder dreht sich darum, Feuer, Wasser oder Pflanze. Und ich habe ja einer der drei Johto-Viecher, wie ich sie gerne nenne, hier ein Lieblings-Pokémon. Ja, habe ich natürlich. Und es ist keines Geringeres als Feurigel. Nein, es ist Kanimani, ein Wasser-Pokémon. Das will ich nämlich nicht. Denn ich will ein Voivoi haben. Ich könnte natürlich auch Kanimani nehmen. Ich wurde heute schon von einem Kollegen beeinflusst. Schöne Grüße, wenn er das gerade sieht. Der wird sich das definitiv angucken. Dass ich gesagt habe, ich will nicht beeinflusst werden. Ich wollte nämlich sagen, dann nehme ich Endivie. Aber ich bleibe bei meinen Prioritäten und nehme Feurigel. Und der Rivale, den ihr vielleicht vorhin gesehen habt, der wird sich dann Kanimani krallen. Also Endivie wird hier alleine seelenruhig hier bleiben. Natürlich ist klar, Feurigel ist männlich. Das ist nämlich auch neu. Seit der zweiten Generation haben Pokémon nämlich Geschlechter. Sprich, deswegen spielen auch die Eier, die wir dann spätestens nach dem ersten Orden dann bekommen werden, eine große Rolle. Nicht unsere eigenen, sondern die Pokémon-Eier, also die Eier, die Pokémon legen werden. Da werden wir aber dann auch noch im Laufe dieser Edition natürlich noch dazu kommen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie viele Orden gibt es insgesamt? 8 habt ihr vorhin gesehen. Es sind aber insgesamt 16, also die doppelt so oft. Jetzt fragt man sich, wie? Ganz einfach für die, die es nicht kennen. Aber es wird natürlich so sein, dass ungefähr 85% der Pokémon-Kenner das natürlich kennen. 15% sind die, die es nicht interessiert. Kann sein, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich prozentual. Und eigentlich liegt es einfach daran, dass ab der goldenen, also Gold, Silber und Kristall, die Kanto-Region, also da mit Rot, Blau und Gelb, auch noch dabei ist, aber 3 Jahre später. Das spielt alles 3 Jahre später nach Rot, Blau, Gelb. Ist echt kompliziert, ich weiß. Naja, so, das ist sein einzigster Gehilfe. Wir kriegen einen Trank, einen einzigen. Ne? Ist schon schlimm. Und da sehen wir ihn. Das ist unser Rivale, dem wir noch keinen Namen geben. Ne? Der uns aber sehr gut treten kann. Ja,
So kann man das sehen. So, schauen wir uns unser Pokémon an. Unser Feuerriegel trägt natürlich was. Das ist auch eine Neuheit. Seit der zweiten Generation Pokémon können was tragen. Natürlich sind es zum Beispiel jetzt hier Beeren. Ich glaube, ab Rubin und Saphir haben die heißt zum Beispiel so eine Beere nicht nur Beere, sondern Siemelbeere. Füllt um 10 Kraftpunkte auf. Und man kann dann zum Beispiel nachgucken, jetzt hier in verschiedenen Farbrubriken, zum Beispiel in der Rosa-Rubrik, der Status, Typ und so, Erfahrungspunkte hier, in der grünen Sektion, welches Item es trägt und Attacken. Und natürlich ist klar, in der letzten Sektion, in der hellblauen Sektion, nein, es ist nicht die Dercho-TV-Farbe, hellblau, himmelblau oder königsblau, nein, es ist nicht, sondern ein etwas helleres Blau, türkis ist das, wo man die die ID, Trainer-ID sehen kann, der Originaltrainer und natürlich die ganzen Werte wie Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, das ist auch hier neu gemacht worden. So, damit haben wir endlich unser Pokémon. Warum ich die anquatsche? Ganz einfach, wenn ihr nämlich ohne Pokémon hier rausgegangen werdet, werdet ihr zurückgekommen. Aber was soll's. So, jetzt sind wir auf der ersten Route. Wir sind nämlich nicht auf Route 1, wie es so schön heißt, sondern auf Route 29. Ja, also auch wieder was ganz Besonderes. Und das ist unser erstes Pokémon. Guck mal, und da kann man auch schön mit dem Erklären weitermachen, denn Huthut ist nur ein Pokémon, was nachts nur kommt. Also sprich, dieses Pokémon kommt nur nachts, findet man nur nachts unter anderem die Weiterentwicklung dann dementsprechend auch, ist natürlich klar. Ne? Jetzt versuchen wir mal das Ding erstmal zu besiegen. Es ist dann natürlich für mich wieder mal eine große Frage, welches Flug-Pokémon ich nehme. Jetzt in der letzten Staffel, also bei Rot hatte ich ja Habitak habe ich ja genommen. Hier habe ich jetzt drei Möglichkeiten. Entweder Habitak wieder, Taubsi oder Huthut. Also ich habe sonst immer in den Anfangszeiten, wo ich Gold- bzw. Silberne Edition gespielt habe, immer Taubsi genommen. Mal gucken, welches hier sein wird. Wenn wir so weit kommen, wird es wahrscheinlich schon Huthut sein. Aber ich weiß gar nicht, ob auch noch Taubsi kommen oder so. Das weiß ich jetzt im Moment nicht. So, und man sieht auch den HP-Balken. Das ist auch eine Neuerung. Es gab so viele Neuerungen, also wirklich, man wurde damit überschlagen. Ich müsste eigentlich eine komplett eigene Folge darüber machen. Aber das geht auch so mittendrin beim Erklären. Ja? Da sieht man es auch. So. Und da sieht auch deutlich die Spirits der Pokémon, wenn wir ein Kanto-Viech sehen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir werden auch bald eins sehen. Ne? Das ist jetzt im Moment nur alles Johto-Viecher, wie ich sehr gerne sage. Wir sind ja auf dem Johto-Land. Ne? Im Johto-Land. Klingt ein bisschen komisch, aber naja, wir sind im Johto-Gebiet, ne? Also in der neuen Welt, wie es so schön heißt. So, 16 weitere Erfahrungspunkte. Gehen wir natürlich weiter. Wenn ihr diese kleine Bäumchen hier seht, das hat mit einer Spezialattacke zu tun. Da werden wir auch noch dazu kommen. Aber mal sehen. So, wieder ein Huthut. Wieder Level 3 und diesmal weiblich. Den werden wir dann natürlich auch wieder besiegen. Da kam kein Heuler von Huthut. Was soll's. Da sind zum Beispiel, es gibt auch deswegen, weil jetzt unter anderem ja auch das Geschlecht gibt zum Beispiel Attacken wie Anziehung. Ne? Das heißt, ein männliches Pokémon, beziehungsweise wenn ein weibliches Pokémon Anziehung einsetzt, dann kann es das männliche Pokémon, wenn es ein männliches ist, verwirren. So ungefähr. Nicht so richtig verwirren, damit es sich selbst schlägt, sondern es greift nicht an. So, geradewegs gesehen, Level up bei Feuerriegel, es hat Rauchwolke gelernt. Ich glaube, bei Level 9 oder Level 10 lernt es Glut. Ja. Also ist auch nicht mal schon weit von seiner ersten großen Attacke entfernt. Ist natürlich klar. So, gehen wir natürlich hier weiter. Schon wieder ein Huthut. Eigentlich würde noch hier so ein Visor rumflitzen, aber das kommt wahrscheinlich auch nicht nachts, weil es ja schon nachts ist, ne? 7 Uhr ist schon nachts, Kinder müssen schon ins Bett. Ja, ich finde es manchmal echt lächerlich, aber das hat man damals so eingestellt, das muss man ist damals so programmiert worden, da kann man auch nichts für. So. Also Huthut hat auch im Moment Probleme, Heuler bei meinem Feuerriegel einzusetzen. Warum auch? Muss nicht unbedingt sein. Er reicht schon gleich Level 7. Dann sehen wir hier so einen komischen Baum. Das ist nämlich ein Obstbaum. Hier sind entweder Beeren versteckt, wie ich jetzt gerade hier zu sehen bekomme, oder Aprikokos, mit denen man Pokebällen basteln kann. Aber da werden wir auch noch dazu kommen. Also, das wird wirklich eine lange, lange Season. Also, ich glaube, sehr, sehr lang. Wieder ein Huthut, diesmal Level 2 weiblich. Ja.
bin auch schon gespannt, wenn wir dann hier schon so langsam reinkommen. Also wie schon gesagt, die wichtigsten Neuerungen, wie zum Beispiel sieht man jetzt, sieht man, dass ungefähr bei einer bestimmten Anzahl von Kraftpunkten dann das Pokémon selbst zur Beere greift. Feuerregel jetzt Level 7. Ist auch gut. Ja, können wir auch so machen. So, dann gehen wir jetzt mal so Richtung Viola City. Jetzt sind wir hier in Rosalia City, ne? Genau. So, der zeigt uns mal ein bisschen rum für die Neulinge. Zum Beispiel, so sieht ein Pokémon Center aus. Ne? Das ist dann der Pokémon Markt. Das hat sich auch zum Teil auch richtig verändert. Innen drin werden wir gleich natürlich sehen. Also viel Neues und Weltpremiere. Da geht's Route 30 natürlich auch zu Mr. Pokémon, wo wir jetzt von Professor Lind ja den Auftrag gekriegt haben, dort hinzukommen, um das Rätselei, sprich das Ei, was zwei Pokémon gemacht haben, dann halt zu ihm zu bringen, damit er das analysieren kann. So, zeigt uns noch Wasser. Da ist ein Angler. Und jetzt gehen wir zu seinem Haus und kriegen ein besonderes Geschenk. Und zwar nämlich das Kartenmodul für unseren Pokécom. Ja, und zwar, wie ich ja schon gesagt habe, Pokécom zu damaligen Zeiten ja das Smartphone der Zukunft. Ja, können wir mal kurz nochmal zeigen. Dann haben wir es hier. Ja, das ist die Johto-Region. Und da überall wollen wir hin. Ja, also ist auch schon eine tolle Sache, muss man auch natürlich sagen. Und jetzt gehen wir ins Pokémon Center. Das Pokémon Center hat sich komplett verändert. Jetzt fragt man sich, Moment mal, wo sind hier zum Tauschen und so? Zeige ich gleich. Hier ist natürlich, wie schon gesagt, die Schwester Joy. Wenn ihr es natürlich kennt, in der ersten Generation war da nur eine Frau im schwarzen Dress. Bei Gelb war es ja eine Schwester Joy mit einem Scharnierer, ne? Und ein Bildschirm, der keine Bedeutung hat. Aber da hinten natürlich in der Ecke ist klar der PC. Und das ganze Tauschen und so ist hier. Neu dabei auch, aber hier noch nicht für mich verfügbar, die Zeitkapsel. Sprich, man kann dann auch zwischen der goldenen und der gelben Edition beispielsweise tauschen. Problem ist halt nur, neuere Pokémon aus der goldenen Edition, also aus der zweiten Generation, sowie auch Attacken, gehen nicht. Da wird aber dann auch darauf hingewiesen. Aber da können wir dann erst hin, wenn wir spätestens 3 Orden haben und Richtung 4. Orden sind. Also ist noch weit hin. Kann man so sagen. Würde uns auch nicht viel bringen, aber ich würde es mal ausprobieren. Das ist der Pokémon-Markt, den kennen wir natürlich auch. Gibt es natürlich auch ganz bestimmte Sachen. Neu auch natürlich, wie ihr sehen könnt, ihr könnt diesmal sehen, wie viel ihr wollt. Quatsch, erst ab der dritten Generation ist das, wie viel ihr habt. Ne? Ist natürlich klar. Auch schön gemacht, komplett im Bildschirm zu sehen. Ne? Noch keine Pokébälle, weil wir noch unseren Auftrag haben. Jetzt sind wir auf Route 30. Mehr muss man auch nicht zeigen. So, und jetzt kommen wir natürlich. Und da haben wir das erste Kanto-Viech, was wir noch von der letzten Staffel her kennen. Radfratz! Ja, Level 4, also schon mal etwas stärker als das Hutut, als die Hututs, die wir vorhin gesehen haben. Und hier funktionieren auch diese anderen Attacken, wie zum Beispiel Rutenschlag, nicht mehr bei Feuerriegel. Aber man sollte sich nicht zu früh freuen. Funktionierte nicht, aber trotzdem Volltreffer. 5 HP, Volltreffer bei so einem Level. Ja! So. 32 Erfahrungspunkte. Ist schon nicht mehr so viel. Aber man sieht es ja auch dann am Levelunterschied. So. Wieder ein Radfratz. Also, sag mal so, Taubsi und so werden wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen. Mal gucken. Ich habe mir auch nicht so richtig die Überlegung gemacht, nachdem ich ja bekannt gegeben habe, dass es ja eine der zweiten Generationen wird, was ja sowieso klar ist, wie ich das mit der Aufzeichnung mache. Wahrscheinlich werde ich das so machen, dass ich in der Woche 2 Folgen immer aufzeichne, je nach Tag- und Nachtzeit. Das überlege ich mir auch wirklich zu machen. Ist natürlich klar, damit bestimmte Sachen, die ihr sehen könnt, auch dann funktionieren werden. Ne? Fällt mir sogar das Sprechen schwer, aber was soll's. So. Das ist natürlich nicht das Haus von Mr. Pokémon. Aber da haben wir wieder eine Beere mit einem Obstbaum, in einem Obstbaum besser gesagt. Und wie schon gesagt, Pokémon können was tragen. Und das funktioniert so, wenn man einfach auf das Item klickt, ne, sei es natürlich, die Beere kann man auch wie einen Trank ganz normal geben, aber wenn man es hier sieht, Selbstheilung um 10 KP, tragen in Klammern, dann drückst du auf Gib, drückst das jeweilige Pokémon an und dann steht Gib Vollriegel Beere und dann trägt es. Ganz einfach.
So, gehen wir hier rein. Ein dicker alter Mann. Ja. Erklärt uns, wie eine Beere funktioniert. Ganz einfach, wie ich es ja schon gesagt habe. Wenn das Pokémon noch sehr schwach geworden ist, dann gibt's natürlich, frisst natürlich die Beere. So. Und wieder ein Ratzefratze. Ratzefratze, Ratzefratze, Schmatze. So. Ich weiß gar nicht, ob wir noch es schaffen werden bis zu Mr. Pokémon und den ganzen Weg zurück. Ne? Das heißt es nicht direkt, da muss ich doch nie eine Linie halten. Doch. Eigentlich schon. Ja, werden wir dann natürlich sehen, wie wie es dann ausgehen wird. Ne? Wir haben ja noch gute Zeit. So, jetzt setzt Vollriegel wieder die Beere ein. 10 HP, wie schon gesagt, also nicht wie bei einem normalen Trank 20, sondern 10 Kraftpunkte und erreicht Level 8. Ich glaube, da lernt es noch nicht Glut. Nein, erst Level 9, also noch ein Level hin, Level 9 oder Level 10, aber ich schätze mal mit Level 9. Ne? Bestimmte Pokémon, die ich dann natürlich auch fangen will, die sind dann auch zu dieser Zeit auch nicht geradewegs zu bekommen. Muss man ehrlich sein, ne? Zum Beispiel ein Raupi oder so. Ja, sonst haben wir nur Radfratz, Hut. Und das wollen wir auch nicht immer sehen, deswegen wird es dann aber wie schon gesagt, es wird dann nur halt jeden Samstag wie immer dann halt vorkommen, dass aufgezeichnet wird, aber ich kann euch dann immer sagen, an welchem Tag ich dann immer aufzeichne, beziehungsweise welcher Tag das dann eigentlich sein soll und ist und wäre und wie auch immer. Ne? Können wir natürlich auch so sehen. Wieder Ratze, Fratze, Schnatze, Fratze. Ja. Machen wir wieder fair. Wie schon gesagt, Level 9 ist nicht mehr weit. Da wieder besiegt das Radfratz. So. Da ist das Haus von Mr. Pokémon. Dann können wir jetzt erstmal hier mal wieder einen Obstbaum geben. Das ist eine Gegengiftbeere. Und zwar nicht eine Gegengiftbeere, ne? Kann man halt nicht erkennen. Aber die haben, wie schon gesagt, ab der dritten Generation, ja, wie schon gesagt, dann richtige Namen. Also ab Rubin und Saphir haben sie richtige Namen. Das ist Mr. Pokémon. Der Mann im schwarzen Anzug. Da kriege ich jetzt das Rätselei. Es ist im Moment ein Rätselei, aber nach dem ersten Orden kriege ich das Ei als normales Pokémon-Ei. Und schaut mal, wer da oben am PC sitzt. Ganz genau. Der einzig wahre, oft kopierte, niemals erreichte Professor Eich. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast für Professor Lind was besorgt. Also, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon, die Pokémon liebevoll und umsichtig sorgst. Ah, du scheinst zuverlässig zu sein. Ja, dann ohne zu fragen oder zu antworten, ob man helfen will oder nicht, kriegt man jetzt den Pokédex direkt in die Hand gedrückt. Ja. Natürlich so unter anderem gebaut, dass man alle erstmal zu finden bekommenden Pokémon natürlich da erstmal hat. Ne? So. Natürlich ist er auf mich angewiesen. Jetzt ist auch unsere Reihe perfekt. Der Pokédex hat noch gefehlt. Ne? Und man kann zum Beispiel auch was Schönes machen. Und zwar nämlich vom neuen zum alten Pokédex hin switchen. Das ist jetzt erstmal eine Option dort. Und natürlich auch den alten machen. Ne? Das Problem ist, bis wir noch Bisasam sehen, wird es noch etwas dauern. Deswegen neuer Pokédex. A bis Z geht natürlich auch. Und bei Start kann man natürlich eine Suche machen. Beispielsweise Normal-Pokémon. Jetzt so, Suche beginnen. Ne? Und dann sucht er alle Normal-Pokémon raus. Gesuchtes Element nicht gefunden. Naja, ich habe auch bis jetzt nur ein Pokémon. Und das war's auch dann. So, Pokémon wurden auch geheilt. Und, oh, da kriegen wir einen Anruf von Professor Lind. Eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein, komm bitte zurück. Oh. Was Schlimmes passiert, deswegen schnell zurück nach Neuborkia. Das wird jetzt auch ein bisschen dauern. Wie schon gesagt,
lange wird es nicht dauern. Was hoffen wir mal? Da wieder ein Hut Level 4 männlich. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Naja, nicht so dolle. Aber ist ja erstmal ein Rumgetackle bis zum geht nicht mehr. Ist wirklich so. Ach, guck mal, oi. Jetzt hat hier unser Feuerriegel mal, mein Feuerriegel mal was gezeigt. Das ist auch mal wieder was Besonderes. So. Versuchen wir dann noch ein Pokémon zu kriegen, weil dann ist ja Feuerriegel Level 9. Und dann ist meine Vermutung vielleicht richtig, ob ja Feuerriegel auf Level 9 auch Blut lernt. Wenn nicht, habe ich mich vertan. Das ist einfach. Ne? So, nochmal. Also manche Pokémon sind auch hartnäckig, deswegen. Wie zum Beispiel das Radfratz Level 3. Dagegen war das Hudu Level 4 ja nix. Ne? Ist ja halt immer so. Level 9 und stimmt meine These? Nein, Level 10. War es doch. Also Level 10. Und ja, ein bisschen schade drum, aber was soll's. Kann natürlich passieren. Und bevor wir dann natürlich weitergehen, heilen wir nochmal kurz. Nur zur Sicherheit. Und so. Ist ja nur ein Pokémon, deswegen geht's auch rasend schnell. Und dann machen wir mal weiter. Immer weiter, immer weiter. So, jetzt gehen wir mal schnell Oh, was ist jetzt los? Ach, guck mal, unser Rotschopf. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Bitte. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Nein, Trottel. Was willst du mir sagen? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Ja, unser erster Pokémon-Kampf mit einem Rotschopf mit dem Namen... Der drei Fragezeichen. Ja, wir geben ihm gleich noch einen Namen. Also, wir müssen uns keine Sorgen machen. Und er hat sich Kanimani gekrallt, wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe. Ja, ich nehme ja zu vieles weg. Und er meinte, auch gleich stark. Jetzt schaut mal auf Levelunterschied. 5 und 9. Jetzt sagt man natürlich, okay, vom Typ her wäre es natürlich klar, aber kann Kanimani auf Level 5 irgendeine Wasserattacke? Nein, nur Silberblick und Kratzer. Dagegen kann Feuerriegel noch Rauchwolke. Deswegen. Also, Kratzer. Mehr passiert auch nichts. Kratzer und Silberblick. Das ist das Einzige, was das Ding kann. Und ja, ist auch gleich schon besiegt. Genau. Ah, nee, jetzt noch nicht. Ist immer so spannend, ja. Auch hier mache ich spannend. Ich habe es dabei keine Beere gegeben. Aber soll's, war auch jetzt nicht nötig. 70 Erfahrungspunkte. Ja, knapp Level 10. Ja, noch über die Hälfte, mehr als die Hälfte. Ist jetzt weg, ne, aber soll's. So, sein Name ist, geben wir noch. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Das hat mich wieder weggeschlagen. Naja, ich glaube, wurde schon geheilt, oder? Ja, guck mal, wurde geheilt. Das ist auch ein schöner Service, aber soll's. So, wisst ihr was? Daher, dass ich sehe, dass ich noch gut eine Minute habe, überziehen wir einfach mal stumpf. Ja, ist Schnuppe, ist jetzt Schnuppe. Erstens machen wir Feuerriegel noch auf 10 und zweitens werden wir dann hier schön unserem tollen Rivalen einen Namen geben. Wir können ihn Waldi nennen. Nein. Natürlich nicht. Wir können auch Gary nennen, aber hat keinen Sinn, ihn Gary zu nennen, weil Gary wird uns noch auftauchen, aber mit einem anderen Namen. Schon gesagt, wir können ihn auch Gold nennen. Ist der Standardname, Standardeingabe, wenn man einfach sagt, ich will ihm keinen neuen Namen geben. Pff, was interessiert, was juckt mich das? Aber, wie ich natürlich auch ein bisschen vorausschwenken darf, hat dieser Rotschopf bei Heart Gold und Soul Silver, also bei den Remakes der Edition Gold und Silber, eine große Rolle mit dem ehemaligen Chef von Team Rocket, und zwar nicht Giovanni. Ne? Und da hieß er dann angeblich Gino. Ne? Diese Italiener, ja. Team Rocket ist ja so eine Art ja Pokémon-Mafia. Ne? Ist ja natürlich klar, so ein bisschen angelehnt natürlich. Ist klar. Deswegen kann man sich auch denken, Giovanni, ne? Ist ja klar, Italiano, ne? Und so weiter. Palevo Pomfrit. Und deswegen habe ich mir gedacht, man könnte ihn dann Gino nennen. Ne? Ich glaube, das wird sogar bei Heart Gold und Soul Silver angegeben, wenn man ihn keinen Namen geben will. Ich weiß es nicht. Ne? Weil so einen Namen wie eine Farbe irgendwie zu geben, bringt es auch nicht mehr. Ne? Ist damals so, vor über 10 Jahren so gewesen, aber heute jetzt nicht mehr. Ne? Du nennst ja auch dein Kind nicht Blau, Lila oder Justin. Nein, natürlich nicht.
bekloppt. Ja. So. Damit wäre das Hut auch erledigt, aber ich glaube, wird es nicht reichen. Doch, reicht. Guck mal, Level 10. Und dann immer noch nicht... Ja, okay. Ich hab kompletten Schwachsinn erzählt. Level 11. So. Aber bevor wir das sehen, das seht ihr dann nächste Woche. Ja, weil jetzt ein Level noch trainieren, das mache ich jetzt nicht. Überziehe ich ja. Naja, was soll's. So. Kommen wir wieder zurück zu Professor Lind. Dort ist auch ein Polizist. Wird natürlich gesagt, dass das Pokémon gestohlen ist. Wie ihr seht, ein Pokéball liegt da noch. Und natürlich gebe ich ihm jetzt seinen Namen. Und wie schon gesagt, ich gebe ihm auch den Namen, den ich ihm jetzt so angedeutet habe. Wegen Team Rocket bei der neuen Version, also bei der Neuauflage von Gold und Silber. So eine Art hinzufügen. Wegen eines Events, was man aber dann so jetzt nicht mehr kriegen kann. Deswegen nenne ich ihn jetzt einfach so. Und der Cloud auch wie Team Rocket. Also, was soll's. Gino heißt er jetzt. Und ist unser Rivale, weil wir ja so generell kein Jahr haben. So. Dann übergeben wir jetzt erstmal ein Rätselei. Freut sich natürlich. Und freut sich auch, dass Professor Eich da war und uns den Pokédex gegeben hat. Und natürlich uns jetzt sagen kann, wir können natürlich ein guter Pokémon-Meister werden mit dem Indigo-Plateau, beziehungsweise ein Champ werden für die 8 Orden in der Johto-Region. Die erste ist in Viola City, wie er uns natürlich sagt. Und deswegen geht es natürlich auch wieder los. Und ich sollte kurz zu meiner Mutter, denn das ist auch, wie schon gesagt, eine neue Herausforderung. So, jetzt kriegen wir einen Pokéball. Ich habe immer gedacht, ein Pokéball, toll. Wie ein Trank. Nein, es sind natürlich 5 Pokébälle. Das heißt, wir haben 5-mal die Chance, uns einen Hutu zu fangen. Wenn wir uns überhaupt einen Hutu fangen. Und gehen jetzt erstmal zur Mutter, die natürlich uns sprechen will. Sieht natürlich an, dass wir das Pokémon haben und dass wir natürlich, dass sie sich auch ein bisschen beteiligen will beim Helfen, und zwar nämlich sparen. Sprich, sie wird aber von diesem Geld mit einer bestimmten Anzahl irgendwann auch Items kaufen, was dann auf dem PC ist, oder auch Sachen, Dekoration fürs Zimmer. Das kann auch passieren, ja. Das erlebt ihr dann natürlich auch dabei. Ich würde jetzt natürlich erstmal sagen, klar, sparen, warum nicht? Weil ich habe bis jetzt noch kein Geld ausgegeben, auch nicht für Tränke und so. Deswegen werden wir das natürlich auch schön machen. Damit hätten wir das erledigt. Jetzt sind wir am Sparen. Und wie wir herausfinden, wie viel wir beim Sparen haben, ganz einfach. Wir rufen einfach mal Mama an. Es geht so, Anruf und dann so. Hallo? Oh, war die hart am Arbeiten? Was, du bist in Neuburg hier? Besuch doch mal deine Mama. Ironie des Schicksals. Naja, es ist wichtig, Geld zu sparen, ja. Bis jetzt sagt sie noch nicht, aber dann sagt sie, du hast so und so viel Poké-Dollar gespart, möchtest du weiter sparen. Natürlich kann man das auch dann jederzeit immer wieder abholen und so weiter und so fort. Also, da kann auch nichts Schlimmes passieren. Naja, so, ich wollte jetzt Folgendes machen, und zwar nämlich Feuerriegel wieder eine Beere geben. Das ist die vorletzte Beere, natürlich kann ich auch eine Gegengiftbeere geben, ist auch kein Problem. Jetzt gehen wir erstmal nochmal zu Professor Lind, heilen wir. Und dann war es das auch schon mit der ersten Folge von Pokémon Gold. Ein bisschen eine Gewohnheit muss natürlich noch sein. Erstens, dass ich wieder eine halbe Stunde lang durchlabern muss für irgendeinen Stuss, wie viele bestimmt sagen werden. Aber was soll's. Und natürlich ist das auch das jetzt das erste Mal, dass ich speichern werde. Das ist das erste Mal, dass es stumpf so speichert. Ab jetzt, ab dann heißt es, soll der Speicherstand überschrieben werden. Klar doch, immer. Deswegen gewöhnt euch dran an die dümmsten Sprüche, wenn gespeichert wird. Das war's von der ersten Folge Let's Play Pokémon Gold. Die nächste Folge gibt es nächsten Samstag wieder hier auf diesem YouTube-Channel von DerchoTV. Alle Links unten in der Videobeschreibung zu den DerchoTV-Plattformen wie Facebook, Twitter und natürlich auch der Homepage derchotv.wordpress.com. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche, beziehungsweise ein schönes Wochenende oder wann auch immer das Video guckt. Nächstes Mal wird er dann gespannt sein, ob es hell oder dunkel ist. Bis dahin, tschüss.